Lady Terminator ist wirklich eines der genialsten Stücke von Rip-Off-Sploitation-Kino, die ich jemals gesehen habe. Der Film ist größtmöglich unterhaltsam, allein diese Kombination mit der alten, was weiß ich, Legende rund um die Südseekönigin, das gepaart mit James Camerons Terminator, allein das sorgt schon für Lacher, die ganzen Sets sind großartig billig gemacht, aber was den Film wirklich zu derartigen, unterhaltsamen, fast Meisterwerk des trashigen Filmvergnügens macht, ist wie und welche Szenen sich der Film aus Terminator borgt und wie er die in seine eigene Geschichte bringt. Der Lady Terminator agiert eigentlich noch brutaler als Arnold Schwarzenegger. Der Film hat einige relativ harte Szenen zu bieten, vor allem die Szene auf der Polizeistation ist wirklich intensiv inszeniert und vor allem fürs männliche Zielpublikum des Films exorbitant schmerzhaft. Zum Schluss ein laserschießender Zombie gegen Helikopter und Panzer. Was man sich hier alles hat einfallen lassen, ist, muss ich zugeben, fast unbeschreiblich. Lady Terminator ist ein Film, den jeder Trash-Fan unbedingt gesehen haben muss. Eine Kreativitätsüberdosis im Rahmen der Rip-Off-Sploitation und ganz ehrlich, die findet man dort relativ selten. Ein hochgradig unterhaltsamer Film mit fast Lachsalven-Garantie und für einen Videoabend mit anderen Trash-Freunden kann man sich ehrlich gesagt nichts Unterhaltsameres vorstellen als einen Streifen wie Lady Terminator.